Lea, heute mal wieder ein Hinweis auf Dinge, die nicht sein sollten. Dinge, die, was soll nicht sein? Gut, ich habe festgestellt, ich bin hier unter Ubuntu 15.10 Willy Werwolf, aber welche Linux-Distro ist hier streng genommen egal? Gut, ich habe da wieder was rausgefunden, was eigentlich nicht sein sollte. Wir kennen unter Linux unseren Host-Namen, ne? In dem Fall hier zum Beispiel habe ich meinen PC WW1510 genannt, Willy Werwolf. Nun, dieser Hostname erlaubt momentan die Injektion von Shell-Kommandos. Ist natürlich ein bisschen theoretisch das Ganze, deshalb mehr it's a bug oder ist es doch ein Feature? Jedenfalls soll es eigentlich nicht sein, dass der Hostname, wenn man ihn ändert, Shell-Kommandos injizieren kann in die Bash. Ich möchte nur mal darauf hinweisen. Ja. Ich möchte nur mal darauf hinweisen. Gut. Sudo, nano, etc. Kann natürlich nur der Root. Ne? Host, nano. Kann man editieren. Ja, muss man sein Root-Passwort eingeben. Aber nicht immer ist der Root derjenige, der dann hinterher auch letztendlich am Rechner sitzt und auf die Daten zugreifen dürfte. Ich mache jetzt mal ein Shell-Kommando. Diese umgedrehten französischen Hochzeichen. LS umleiten in Back. Nochmal diese französischen Hochzeichen und dann meinetwegen Ubuntu. Das wäre jetzt unser Hostname. Ja. Das hier ist ein Shell-Kommando. Alles, was zwischen diesen komischen französischen umgedrehten Hochzeichen steht, wird, wenn auf eine Shell gegeben, ausgeführt und anstelle dieses Textes dann eingefügt. Die Ausgabe von ls in eine Datei namens bug wird ausgeführt. Das Rückgabeergebnis ist nichts, es bleibt nur das Wort Ubuntu, wenn man es auf eine Shell gibt. STRG-O speichern, etc. Hostname STRG-X beenden und wir müssen noch eine weitere Datei ändern, etc. Hosts. Ja, da steht es nämlich auch nochmal drin. Machen wir nochmal das gleiche Spielchen. Wir müssen gleich dann mal rebooten, ls umleiten in eine Datei namens bug. Ne, ein harmloses Kommando und dann Ubuntu. STRG-O speichern, STRG-X beenden. Jetzt müssen wir mit Reboot mal neu starten und dann schauen wir uns mal an, was dann passiert. So, nach einem Reboot sind wir wieder hier angekommen. Wir sehen, ich habe jetzt mal einen Dateimanager aufgemacht, damit wir sehen, ob das funktioniert. Der Hostname ist geändert. Jedes Mal, wenn wir ein Terminal aufmachen, sollten wir durch ls umleiten in bug eine Datei sehen, die Bug heißt gut oder nicht gut. Sehen wir mal. Bums, da ist er. Ne? Jedes Mal, wenn wir jetzt ein Terminal ausmachen, wird der Hostname, ne, also das Shell-Kommando, das sich im Hostnamen befindet, injiziert. Zu sehen ist hier nichts. Warum sehen wir das hier nicht? Wie gesagt, ls umleiten in Bug wurde mit diesem französischen Hochkommata eingeklammert und das Rückgabeergebnis ist nichts, deshalb ist nichts vor dem Ubuntu zu sehen. Ja, ist klar. Ja, ist klar. Gut. Ich demonstriere jetzt nochmal, ja, ich mache das jetzt nochmal sichtbar. Also ich lösche jetzt mal die Datei. Und selbst wenn ich hier irgendwas eingebe, zum Beispiel einfach nur Enter drücke, entsteht wieder die Datei namens bug. Immer wieder neu. Wird injiziert durch den Hostnamen. Es läuft also im Hintergrund kein Programm. Ja. Ist also nicht zu sehen, das Ganze. Das ist ja, man könnte ja eine Art Keylogger basteln sich daraus. Schön ist, ich gehe jetzt mal in den Ordner Downloads. Da ist nichts drin. Jetzt mache ich mal vom Terminal aus CD Downloads, Downloads und drücke Enter. Und dann ist der Bug im Ordner Downloads. Ja, jetzt versuche ich mal, ja, ich sehe mit ls, da ist eine Datei namens Bug. Ich versuche die jetzt mal zu löschen. RM Bug. Wird gelöscht und sofort wieder aufgebaut. Ja. Also was passiert physisch? RM Bug löscht die Datei. Danach erscheint wieder dieser Prompt, der injiziert wieder über den Hostnamen.
Ja, die Datei und erzeugt die wieder neu. Also es ist quasi unlöschbar und es ist im Hintergrund kein zusätzlicher Task, der läuft, zu sehen. Das ist hier das, was ich hier zeigen möchte. Das Ganze funktioniert auch von jedem anderen Terminalprogramm, zum Beispiel Xterm oder so. Oder sogar von einer TTY-Sitzung, sagen wir mal, Xterm. Xterm starte ich jetzt mal. So. Auch dort sehen wir wieder den Prompt, der auch wieder das entsprechende, den Hostnamen hat. Auch wieder hier entsteht wieder der Bug. Wieder löschen. Das gleiche, wie gesagt, auch von der TTY-Sitzung. Ich drücke hier einfach nur mal Enter und der Bug ist da. Also, das Kommando im Hostnamen wird ständig ausgeführt, ohne dass wir das sehen, ohne dass im Hintergrund was läuft. Das Ganze ist natürlich rein theoretisch ein Angriffsszenario. Ich möchte es nicht mal eine Sicherheitslücke nennen. Nur wie gesagt, falls ihr nicht selber Root seid, ne? Zum Beispiel weil ihr einen V-Server gemietet habt, hätte euer Internet-Service-Provider darüber die Möglichkeit, euch ständig etwas unterzujubeln. Ne? Ständig bei dem Gut. Ne? Ich will es nur mal gesagt haben. Sehen kann man davon nichts, gar nichts. Nur, dass man hier die Datei Bug sieht, ist dem Video geschuldet. Ich muss euch ja zeigen, dass es geht. Ne? Ja, ls und da ist der Bug wieder da. Natürlich hätte ich jedes andere beliebige Shell-Kommando ausführen können. Zum Beispiel, sagen wir mal, im Internetcafé würdet ihr einen Ubuntu-Rechner installieren und immer, wenn es einem der bösartigen Internetcafé-Benutzer gelingt, auf einem Terminal zu kommen, könntet ihr dann ein Shell-Kommando ausführen lassen, das der Benutzer aber nicht sieht und den Internet-Café-Besitzer alarmiert, da ist jemand auf ein Terminal gekommen, obwohl er gar nicht sollte. Der sollte vielleicht nur Firefox oder so können. Entsprechend, ja, wie gesagt, it's not a bug, it's a feature vielleicht. Schuld daran ist meiner Ansicht nach im Ordner etc. Und dann gibt es die init.d. Wenn ich die jetzt mal so schnell finde, dort und da gibt es die Datei Hostname sh, die kopiert aus etc. Hostname immer das heraus, was da gerade so drin steht. Überprüft nicht, ob Shell-Kommandos darin enthalten sind und setzt Hostname global für den PC. Und dieses Hostname kommt in unsere Shell und führt das darin enthaltene Shell-Kommando aus. Sollte nicht sein. Na, ist es jetzt ein Bug? Ist es ein Sicherheitsmangel? Ich würde eher sagen, it's not a bug, it's a feature. Sollte aber trotzdem nicht sein. Fehler habe ich gemeldet. Und tschüss.